Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Papo und Juhu. Ja, der Dicke legt sich wieder hin. Ne? Ja, das war die Sache hier. Und dann muss ich gucken, dass ich ihn richtig lotse. Auf seinem Bettchen. Ah, jetzt muss ich die Sequenzen erstmal nochmal angucken. Ja, ich muss die Sequenz nochmal kurz machen. Weil ich ja seit dem letzten Mal nicht gespielt hatte mehr. Und da hatte ich ja abgebrochen. Beim letzten Mal. Und, was ganz witzig ist, was mir jetzt mal so gesagt wurde, ist, dass er irgendwie mit jedem Abschnitt immer mehr Klamotten verliert. Also er ist jetzt schon oben ohne Barfuß, hat jetzt eigentlich nur noch eine Hose an. Mal gucken, ob er dann am Ende komplett nackt ist. Also wenn die Anzahl der Klamotten ein Indikator dafür ist, wenn die Anzahl seiner Klamotten ein Indikator dafür ist, wie weit man fortgeschritten ist, dann muss das Spiel ja relativ zeitnah zu Ende sein. Vor allem, ich habe gar nicht mitgekriegt, wer die Klamotten überhaupt verloren hat. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Er hat ja am Anfang noch diese Schuluniform angehabt. Und jetzt, stimmt, jetzt hat er nur noch die Hose. Verrückt. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Da schläft er, der Dicke. Genau, soweit waren wir schon. Dann laufe ich doch mal dahin zurück. Hier gibt's Frösche. So, ich bin ja letztes Mal zuerst mit dem Dicken nach rechts gelaufen. Vielleicht probiere ich diesmal erstmal die Richtung nach links. Ne? So hier durch, so. Weil man kann ja sowohl als auch. Das ist halt so die Schwierigkeit. Man hat hier so viele Möglichkeiten. Und man muss wahrscheinlich einfach nur die richtige Kombination an Möglichkeiten finden, wo man zuerst lang geht. So, gucken wir mal. Was gibt's denn hier hinten? Na, hier gibt's natürlich nochmal so einen Kreis. Und wo muss er eigentlich nochmal genau hin? Muss ich gerade nochmal schauen. Er muss hier durch. Da sind Frösche. Und da muss ich hochspringen. Auf seinem Bauch wahrscheinlich. Was passiert, wenn ich hier die Frösche an die Wand klatsche und keine mehr da sind? Würde mich mal gerade so... Halt! Gerade so interessieren. Tauchen die wieder auf? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier irgendwie Frösche brauche, um ihn in Rage zu versetzen. Halte ich für ein Gerücht. Hier geblieben. Ich klatsche die mal alle weg. So. Jetzt haben wir hier keine Frösche mehr. Und dann dürfte der Dicke da auch nicht austicken. Ich möchte nämlich nicht unbedingt, dass er so austickt, wenn er die Frösche sieht. Das muss nicht unbedingt sein. Also man kommt auf jeden Fall, würde ich sagen, man müsste auch hier durchkommen, weil sonst wäre das ja völlig sinnlos, dass man hier lang kann. Ah ja, genau. Okay, da sehe ich schon. Rechts ist, sind Zahnräder. Nö. Ja, das sieht schon mal gut aus. Aha, aha, aha. Genau. Schieben, 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 schieben. Irgendwie sehen die Beine von dem Vieh so ein bisschen grob pixelig aus, kann das sein? Bei mir zumindest. Weiß nicht warum. Naja, jetzt muss ich mich auf das Symbol hier stellen, ne? Damit das Gefährt sich entsprechend ausrichtet. Das müsste dann das hier sein, ne? Nee, das hier.
Ja. Genau das ist es. Wunderbar, dann schieben wir mal wieder. Wie der Dicke sich hier chauffieren lässt, ey. Das ist unglaublich. Der könnte mir mal ein bisschen helfen. Der lässt sich hier rumfahren und rumkutschieren. Das glaube ich ja nicht. So, jetzt ist die Frage. Ah ja, da, okay. Alles klar. Alles klar. Komme ich da hin, wenn ich mich auf dem Dicken... Wenn ich, schaffe ich das? Ja, okay, gut. Gut. Alles klar. Das sah erst zu weit weg aus irgendwie, aber man kann es schaffen. Okay, die Frösche habe ich weggemacht, in weiser Voraussicht. Ich hoffe, sie kommen nicht wieder. So, und hier muss ich mich auf den ausrichten, den ich vorher schon mal hatte. Also diesen, der ganz... Wohl, nee, Moment. Oder? Moment, da muss ich gerade mal gucken. Auf den hier ganz links außen. Den hier. Kann das richtig sein? Mal gucken. Also wenn es wie, wie macht, müsste es eigentlich richtig sein, glaube ich. Ja, sieht gut aus. Schieben, schieben, schieben. Es ist eine Schiebung hier, ey. Das ist doch die totale Schiebung. Wenn ich das mal sagen darf. Komm, 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 komm. Oh, das dauert ganz schön lange, ey. Es wäre mal nett, wenn er mal zwischendurch speichern würde. So, jetzt wieder rauf auf den Bauch. Und dann da drüben hin. Boing. Ja. Zahnräder reindrücken. Das ist ja einfach. Okay, jetzt noch einmal. Einmal ausrichten und einmal schieben und dann habe ich's. Und dann habe ich hoffentlich einen Safe State, dass das Ganze auch mal gespeichert wird. Weil wir jetzt doch relativ viel geschafft haben an der Stelle. Ich hätte es mir jetzt eigentlich gesagt, das Rätsel hätte ich mir jetzt komplizierter vorgestellt. Als ich das letzte Mal das zum ersten Mal gesehen habe, sah das so kompliziert aus, aber es ist doch relativ easy, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Das ist nicht richtig. Das ist richtig. Okay, dieses heißt, dass ich was richtig gemacht habe. An was erinnert mich das? An irgendwas erinnert mich das gerade. Diese Form. Der Dicke, ey. Wie er da schläft auf seiner Planke. Das ist ja mal unglaublich. So, das habe ich geschafft. Und jetzt springen wir darüber. Haha, Checkpoint. Checkpoint. Aha, jetzt hört er auf zu schlafen, hoffe ich. Buh. Okay. Ja, wo rennt sie denn hin? Sie ist ja witzig. Hier hoch, ne? Nee. Ich dachte, das ist jetzt so ein Verfolgungsdingens. Na toll. Ja, dann sag mir doch auch gleich, was ich auslösen muss. Okay, da muss ich irgendwas mit Lula machen, aber Lula habe ich ja noch nicht. Da gibt es eine faule Frucht, das heißt, hier kommen auch irgendwie noch Frösche. Aber ich soll ja Monster erstmal vergessen. Moment mal, hier gibt es doch Schüssel zum Drehen. Drehen wir erstmal. Was passiert denn dann? Laufen doch... Nein! Oh shit. Also für jedes Haus kommt ein Frosch, oder was? Oh oh. Oh oh, oh oh, ah. Oh oh. Nicht gut, nicht gut. Okay, ich muss die Frösche erst platt machen.
Wo war denn jetzt die Frucht, verdammt? Die war doch hier. Ah! Oh oh. Nein! Da muss ich doch hin. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße! Nein! Ja, schmeiß mich nach hinten. Schmeiß mich nach hinten. Ja! Das ist ja fies, ey. Schnell, nimm das Ding. Da, bitte, Dicker. Bitte werd normal. Gut, also, ich muss die Frösche wegklatschen, die da rauskommen. Bleib hier, Frosch. Du musst weg. So. Puh. Okay. Das muss ich jetzt bei jedem Haus machen, weil da wahrscheinlich überall Frösche rauskommen. Wenn der Dicke auch nur ein einziges Haus berührt, dann, also brennend berührt, dann stürzt das alles in sich zusammen. Der ganze Spaß. Komm, 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 komm. Bleib hier, Frosch. Um Himmels Willen! Boah! Okay, gut, das war gut. Das müsste jetzt eigentlich so stimmen, dass ich jetzt hier hoch kann. Und jetzt kann ich hier rüber, ne? Das ist witzig, wie die Dachziegel, wie die klappern, wenn man da drüber läuft. Boah, jetzt hat es aber heftig geleckt gerade an der Stelle. Irgendwas hat er nachgeladen gerade. Und jetzt runterspringen? Ja. Sieht ja aus wie ein Aztekentempel hier. Vom Quetzalcoatl. Okay, Monster soll ich ja erstmal vergessen, ne? Jetzt kommt erstmal die Tempeleinlage. Wow. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Diese Kriegsbemalung. Kiko, Osom Seyadinama. Aha. Na toll, nichts leichter als das. Ich entziehe dem Monster mal ebenso seine Wut. Ist klar. Das mache ich mit dem kleinen Finger. Pass mal auf. Und da kommt auch schon der, mein großer Freund Joe. Moment, wo ist er denn? Wo ist er? Also was muss ich denn jetzt hier machen? Ich gucke mir erstmal um. Die Musik wird gerade sehr lebhaft. Sehr karnevalsmäßig schon fast. Ich muss ihn fangen, ne? Ich muss ihn fangen. Ah ja, okay. Moment, das gucken wir mal, was da passiert, wenn ich das hier mache. Oh, 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 oh. Tja, man könnte meinen, ich muss den Dicken hier reinlocken, damit er dann hier ordentlich durchgekaut wird. Das will ich nur vorher nochmal verifizieren, dass, dass das auch wirklich so ist. Ah, hier ist eine Treppe, hier kann man reingehen, wenn man das muss. Hier ist wieder so eine Vorrichtung zum Kauen, ne? Schauen wir mal gerade, das müsste genau dasselbe sein.
Ja, und da hinten sehe ich nochmal dasselbe. Muss der hier überall rein oder reicht einmal? Ich muss den da reinlocken, ne, würde ich sagen. Wie das hier weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Papo und Jo. Bis dann. Ciao, ciao.